Und willkommen zurück. Wir sind gerade besiegt worden. Auf die schmerzhaft lange Weise. Ich hätte außerhalb der Ladezone starten können. Ja, das stimmt wohl. Das letzte Stück dauert ein bisschen. Ich habe ja immer noch die Regie, die läuft gerade dem Stream hinterher und da sehe ich, wie du gerade die neutralen Züge machst. Alter, leckt das wirklich so? Hat das wirklich da an der Stelle geleckt? So, Balken ist voll. Ja, Es wird nochmal gekreiselt. also manchmal leckt er in der Aufnahme. Ja, sollen wir dann direkt auf die Spiegel gehen? Ja. Böse Wendigo. Ach, du hast den Kampfanfang geladen, ne? Ja, genau, das Auto ist safe. Ich hoffe ja, dass man dann auch gewinnt, wenn die Spiegel weg sind. Weil sonst wird das richtig hart, ey. Okay, dann fange ich. Naja, die können sich jedenfalls keinen tollen Prinzen holen aus dem Spiegel, der dann einen backsteppt. Dann fange ich bei dem Spiegel an. Guck mal, der hat nur 6 HP jetzt noch. Das ist so ärgerlich. Dann gehe ich schon mal einen Schritt näher ran. So. So als ob ein Level fehlt, ne? Recht, ey. Geistbärchen. Verzaubert. Alter Schwede. Direkt mal eben. Ja. Und du stehst natürlich so genau super. Ja, dass man nicht erreicht wird von den anderen. beschwöre den am besten beim nächsten Spiegel, ne? Bei der eher oben drauf, also bei der Truhe da auf dem Gerüst. Hä? Da kannst du siehst du die Truhe nicht? Welche Truhe? Im Zentrum, da sind doch diese spitzen Teile. Ne? Hä? Spitzenteile, ich sehe nur Runde. Was? Im Zentrum, wo gerade Alexander steht. Ja. Da sind doch so, ist doch so eine Barrikade. Ja. So, wenn du in die Richtung weitergehst, dann ist doch ein Spiegel auf so einem Gerüst. Darauf beschwörst du den, weil dann kannst du möglichst weit schießen und machst mehr Schaden, wenn du halt einen Fernkampfangriff machst. Aber die Inkarnation kann keinen Fernangriff. Doch. Nein. Doch. Ich muss physisch machen oder Gift. Ich kann kein. Ja, genau, physisch. Du beschwörst den da oben hin und dann machst du den zum Fernkämpfer. Und ja, weil er kein Feuer ist, ist er auch ein physischer Fernkämpfer. Das glaube ich auch. Das kann ich so unterschreiben, ja, was er sagt. Cool. Ich kann es gerade Sibyl 3 von unseren Charakteren beeinflusst, dass die jetzt halt vom. Sibyl kann jetzt wahrscheinlich gleich ihren eigenen Zug machen. Ja, die trinkt was, super. Glückwunsch. Was hast du getrunken? Nix. Super. Ja, mittlerer Trank der magischen Rüstung. Gut, dann kriege ich wenigstens ein paar freie Lootplätze. Das sah aus wie irgendwie was anderes. Du sollst nicht die ganzen Zeug wegsaufen, Madame. Das ist meins. Die trinkt sich für alles voll. Finesse, du brauchst keine Finesse. Du greifst nicht nah an. Ach.
gibt dem Charakter Buffs und wenn er wahnsinnig wird, trinkt er alles selbst. Okay, der ist schon mal kaputt. Ich finde das cool, wie sie that dem groß geschrieben haben, auch im Deutschen. Weil es ja betont wird. Greif den Spiegel an, komm schon. Greif den Spiegel an. Greif den Spiegel an! Der Spiegel wird nicht okay. Als Feind angegeben übrigens. Du musst ihn nicht angreifen, aber mach irgendwas. Du kannst jetzt nicht einfach hier nur rumstehen. Was soll das? Er muss laden. Ja, aber Ivan ist auch dran, ne? Ja. Oh, guck mal, er hat das Eurovision Song Contest Herzchen. Ja, aber ich kann nichts machen, er macht nichts, also keine Ahnung. Ja, wir können nur warten, bis er fertig ist, ne? Oder bis der Computer mal überlegt hat, was er machen soll. Und gleich trinkt er einfach nur irgendwie was Sinnloses. Wenn er dann wirklich überlegt, also. Muss er. Sonst würde der kommen. Warum ist die Inkarnation weg? Die Inkarnation ist einfach gelöscht worden. Hä, bei mir ist hier noch an der Liste drin. Ja, stimmt. Weil Red ist sie gerade rausgelöscht worden. What? Die ist einfach. Die hat sich aufgelöst bei mir. Ja, ich sehe sie auch nicht mehr. Hä? Warum? Spiel, du cheatest! Spiel, du cheatest. Das kann nicht wahr sein. Warum löscht du einfach meinen. Du löscht einfach Charaktere raus. Das gibt's nicht. Was soll denn das? Der ist auch in der nächsten Runde übrigens da. Wir sind gerade verbrannt. Schön, cool. Ja, geil. Wie haben die es mit dir geschafft, so schnell? Alter Schwede. Die Inkarnation ist übrigens immer noch in der Liste. Obwohl sie eigentlich schon längst jetzt wirklich weg ist. Ja. Gerade, das gibt's nicht. Ey, das war ja regelwidrig. Ich möchte mich beschweren. Kann ich da bitte von hier oben den Spiegel angreifen? Naja. Ich tue es trotzdem. So. Hey. Oh Gott, ey. Gibt es irgendwelche Items, die darauf verhindern, dass man halt verzaubert wird? Das ich weiß es nicht, aber das, was er gerade gemacht hat, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Er hat gerade einen Wolf gerufen. Ja, das hat letztes Mal richtig viel gebracht. Sein Wahnsinn hat mal zu was Produktivem gefühlt. So, können wir noch den machen, dann ist jemand abgelenkt. Sah übrigens geil aus, wie diese Verfluchung aussah gerade, bevor es explodiert ist. Sah cool aus. Das war der normale Verfluchungsstatus, den man hat. Es gibt verfluchten Boden. Und der sah dann so aus, so wurmartig, schleimig. Und wenn der anfängt zu brennen, dann ist es Nekrofeuer. Verfluchtes Feuer. Wir müssen hier später wieder hinkommen, wenn wir es nicht schaffen. Wenn wir Götter geworden sind. Dann zerdrücken wir die in meiner Hand. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ein Lebenspunkt, oder? Er stand oben, er hat 4 Lebenspunkte. Er stand hier oben und hat es trotzdem nicht geschafft. Ey, uns fehlt wirklich diese eine Level, ne, um die Dinger zu besiegen. Mit einer Attacke, ja. Ja. Du brauchst nur einen Stärkepunkt mehr quasi. Weißt du, was ich lade jetzt neu? Das macht ja keinen Sinn, wenn du schon so schnell aus dem Kampf genommen wurdest. Das ja, lade mal. Das Sterben ist da. Das ist schon vorprogrammiert. Ich glaube, da hat niemand was gegen, wenn wir sagen, wir machen hier später.
Wie kriegen wir das hin, dass wir nicht sofort platt gemacht werden? Oh, müssen wir jetzt Zauber überdenken oder so, ne? Och, Mann. Das ist sehr, sehr knifflig. Was haltet ihr bisher von dem Kampf und Spiel? Schön, dass du den Kampf direkt lädst. So haben wir auch eine Chance, irgendwas zu ändern. Vor allem, Sibyl und Red stehen am Anfang immer in der gleichen Ausgangslage, wo sie gleich Doppelschaden kriegen beim Initiativeangriff. Und das bricht denen das Genick. Ich greife Melody jetzt an, damit. Scheiße, komme ich nicht hin, oder? Nein. Könnte da hin. Dann stehe ich auch noch im Nekrofeuer. Also ich muss das echt gleich wegsegnen. Also mein erster Zug muss gesegnet werden, sonst bringt es nichts. So, wie kann man dann einfach nur angreifen? Rechtsklick, Da, angreifen. Basic Attack. Can't reach this destination. Warum nicht? Dann greifen wir halt hier an. You are not enough. You were never enough. Ihhh. Sehr eklig. So, was soll ich denn jetzt machen? Als nächstes ist Alexander dran. Ja, ich. Nee, nach dir meine ich, also. Und der wird wahrscheinlich versuchen, das Nekrofeuer auszubreiten. Also ich habe jetzt erstmal Melody abgelenkt und halt was beschworen, damit ich den Spiegel angreifen kann. Gucken, ob das was bringt. Das ist nicht schlecht. Kann die den Spiegel angreifen? So ein von denen? Sind da mehrere? Ja, könnte sein. Nein, wie immer nicht. Hat auf jeden Fall jetzt so viel Schaden gekriegt, dass der Magieschild weg ist. Das ist auch nicht schlecht, ja. Ich weiß ja nicht, wie es dir hilft, aber mir könnte es was helfen. Ah, Mr. Bill und der rote Prinz wurden verrückt gemacht. Oh, super geil. Dann sauft die wieder Tränke und en masse und stirbt dann gleich eines grandvollen Nekrofeuer-Todes, weil sie kein Magieschild hat. Mach doch einfach. Du kannst auch diese scheiß verfickten Zauber machen. Warum trinkst du diese Scheiße? Der Zauber heilt dich 1700. Sie stirbt immer unsichtbar. Das kann nicht wahr sein. Du bist dumm. Ja, du trinkst auch noch Finesse. Finesse ist für Angriff. Ja, fick dich. Trank des flinken Taumelns. Hier, Finesse ist für Finesse-basierte Angriffe und Co. Extra Schaden. Aber ich greife nicht nah an. Das macht Sibyl nicht. Die kann Intelligenz steigern. Das wird was bringen. Fane, du wurdest abgesaugt. Glückwunsch. Kriegt immer schön Giftschaden. Die sie auch nicht von der Blume ärgern lässt. Das ist eine Blume. Ja, hungrige Blume.
Ja. Oh, fick dich doch. Das gibt's doch nicht, ey. Drei Lebenspunkte. Das ist ein verdammter Scheiß. Knochenkäfig, Glückwunsch. Hast du gut gemacht. Fane verkohlt. Der rote Dramatisch. Prinz, ja. Ja, Prinz, genau. Ich sage immer Fane zu ihm. I'm fading. Jetzt solltest du irgendwas machen. Und zwar richtig. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Ich glaube nicht, das Feuer ist irgendwie immer noch da. Ja, ein bisschen Nekrofeuer ist weg. Tauschkorpus, bitte. Ach, das ist ja nicht da. Das ist nicht im Rahmen dieses Ding. Das darfst du nicht. Du verficktes Spiel, ey. Das kann nicht wahr sein. Warum darf ich da nicht hin? Oh, bäh. Ja, geh du wenigstens in Nekrofeuer. Das hast du dir verdient, du dumme Sau. So, wie heiligt mich jetzt? Kann ich mich noch einfrieren? Nee. Hab ich Nekrofeuer? Ich hab Nekrofeuer auf mir. Es ist ganz böse. Eigentlich muss ich mich segnen jetzt. Entweder das oder ich muss mich richtig hochheilen. Ja, gib mir mal das. In der Hoffnung, dass ich das Nekrofeuer quasi überheile und bis zum nächsten Zug, dass ich mich segnen kann. Und ich hoffe, dass die mich nicht absaugt. Darf mich nicht absaugen jetzt. Sonst kann ich das Nekrofeuer nicht löschen und Sibylle ist so gut wie tot. Gut, der Zug wurde negiert von ihr. Du hast den Spiegel gereizt, das ist nicht gut. It's time to meet an old friend. Oh, nicht schon wieder. Come, my prince. Ace, you are not enough. You were never enough. Na, was wird denn das? Was ist dabei gelaufen? Oh. Okay, das hat Sibyl überlebt. Viel Leben hat er ja nicht, ne? Ich hab's gerade runtergestellt. Ich habe ge gesehen, wie wir spielen auf dem normalen Schwierigkeitsgrad und ich habe es jetzt mal runtergestellt. Mal gucken. Vielleicht schaffen wir das ja dann.
So, mal eben Alter, Ivan hat dann 10.000 Leben. Und ich selbst deine haben fast 5.000. Ja, der Rote Prinz hat sogar dann fast 6.000 Leben. Ey. Nett. Okay. Dann sieht das schon ganz anders aus, glaube ich. Müssen wir es eigentlich schaffen? Gefällt mir nicht. Der hat's echt auf Ivan abgesehen jetzt, ne? Also er ist echt sauer auf ihn, weil er die ganzen Dinge und den ganzen zerstört. Ja. Affen ist ganz schön gut unterwegs, muss man sagen. Der ist echt. Oh. Danke. Es gibt gleich Nekrofeuer für uns. Ja. Es läuft hier so viel. Oh, das hat gerade jemand aus dem Spiel genommen, der gerade dran wäre. Ja. Ich kann das Nekrofeuer, beziehungsweise das Verfluchen kann ich nicht lösen, glaube ich. Ich gehe da mal. Könntest du auch einfach den Schild angreifen? Den Spiegel meine ich. Ja, du, das ist simpel. Ich mache nicht viel Schaden. Du musst ja nur 36 Schaden machen. Ich mache ja keine 36 Schaden, ich mache nichts. Du musst doch nur X drücken und deinen Standardangriff machen. Jojo, das passt schon. Ist so, als ob du. Keine Ahnung, Stuhl kaputt machst. Ich glaube, ich mach die Feuerschnecke lieber nicht. Du bist direkt auf der Verfluchung. Kann ich das irgendwie überschreiben? Bitte. Dann kannst du nicht mehr verflucht werden, beziehungsweise nicht mehr Nekrofeuer kriegen, wenn es brennt. Weil Fane hat nämlich nicht viel Schild. Oh nein. Danke. Melody ist übrigens gerade durch das Spiegel gekommen. Ja. Hat er sich gerade quasi selbst erledigt? Das sah so aus. Tja, Fane ist böse. Okay. Ja, die halten echt nicht viel aus. Ja. Anders hätten wir es wohl nicht hingekriegt. Erst später. Ja. Huch. Aber gut. Oh, warte mal. Granaten, ja. Man muss es ja auch quasi im Einzelspieler durchspielen können. Auf leicht, damit man die Story halt mitkriegt. Deswegen wird leicht meistens immer relativ niedrig angesetzt. Das ist auch der Story-Modus, auf dem wir spielen, oder Entdecker-Modus. Ja. Das heißt, den können wir gleich wieder danach hochstellen, damit es wieder spannend wird. Ja. Wir sind nicht in der Lage, das Spiel auf normal zu spielen. Zumindest nicht hier. Haben wir ja sehr viel kampflastiges Spiel gehabt gerade. Ja.
Sibyl, du bist wieder dran. Wer ist jetzt noch übrig? Und sind noch Spiegel alle? Da? Ja. Ein, nee, zwei Spiegel. Da ist der Rote Prinz, da ist Windigo und da ist Fane. Okay, dann machen wir Folgendes. Den gleich mal wieder aus dem Spiel nehmen, damit er nicht uns nochmal nervt. Kann er keine Leitern benutzen? Nee. Schade. So, was ich ausprobieren wollte, ist, ob Granaten Schaden machen. Granaten. Keine Granate, die Schaden macht. Ne, schade. Doch nicht. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Soll ich ihn noch am Leben lassen? Hm, weiß ich nicht. Ja, der würde ja wiederkommen dann, ne? Ja. Aber ich lasse ihn noch am Leben, damit er möglichst wenig tut. Danke, jetzt brennt's. Krass, er hat's auf sich selbst. Das Gereiz ja, entfernt. Das ist mal sinnvoll, ja. Das kann ich nämlich auch steuern. Schön. Das hat was gebracht. Das war wirklich sinnvoll. Er hat sich das wirklich entfernt. Das ist ja wie bei Asterix, wo der Miraculix da seine Wahnsinn selbst kuriert. Im Wahnsinn. Ja. Wieso ist Dings denn wieder dran? So, danke. So, das ist auch ein fairer Tausch, ne? Piu. Wen haben wir denn da alles?
Melody ist auch da aus dem Fenster gekommen. Ist das nicht nett? Auch wenn ich glaube, dass die anderen wahrscheinlich dann geheilt werden würden, ne? Ja. Vielleicht auch keine so gute Idee. Ich habe nicht gesagt, dass du zu mir kommen sollst. Aua. Warum hauen die immer so einen Crit rein, ey? Das kann nicht wahr sein. Die haben echt null Crit-Chance. Kannst du den Wolf nicht irgendwie rechts rum bewegen? Der müsste da doch runterlaufen können. Nee, der kann sich da nicht bewegen. Also weder links noch rechts, noch oben, noch unten. Ja, super. Dann kann er eigentlich nur seinen Zug aufbrauchen. Ja, genau. Die Schnecke ist irgendwie verwirrt, glaube ich. Schnecke hatte Wahnsinn. Die Schnecke ist sinnfrei, weil das heiliges Feuer jetzt ist. Feuerresistenz plus 20 gibt. Das heißt, der Schild hat jetzt 120 Feuerresistenz. Fein, du bist dran. Echt fast gar nichts. Der ist natürlich geblockt, ey. Sonst wäre es ja zu leicht. Ja, ich glaube, wir haben alle Spiegel erledigt. Ja. Ich kann L drücken, wenn ich dran bin. Wenn ihr aufwacht, seid ihr tot. Okay. Er ist gerade selbst umgebracht quasi. Melanie. Vendigo hat Melanie umgebracht. Ja. Hingerichtet. So, jetzt gibt's nur noch Alexander. Wir haben alle Spiegel zerstört und einen Weg gefunden, wie wir die Arena von Schreckensschlaf verlassen können. Ich bin mit Sibyl gerade außerhalb des Kampffelds unterwegs. Und laufe jetzt gerade mit ihr in den Kampf. Wieder zurück. So, das heißt jetzt töten. Wie machen wir das am besten? Machen wir doch mal das hier. Das war schon. Irgendwie kam da nichts an. Der Wolf macht immer noch seine Aufgabe. Versucht ihn immer noch wahnsinnig zu machen.
Ja, geil. So. So, Sibyl. Was? Was machst du da? Achso, du bist außerhalb des Kampfes gerade. Oh, jetzt bin ich wieder im Kampf. Der steht auch wirklich gut da hinten, ne? Hank kommt da ran. Mhm. Mal gespannt, wie lange der das durchhalten will. Oh, das gibt's nicht. Bis jetzt reicht das ja nicht mehr. Wollte eigentlich Supernova machen und ihn quasi wegsprengen. Das macht nämlich dann 2800 Schaden in der Umgebung. Ah, das würde reichen, ja. Reicht leider noch nicht ganz. Mir fehlt noch ein Punkt. Oh, und dann hat er auch noch Magie, der... Ah, Dreck. Dann muss es halt... das sein. Da will man ein bisschen Stil einsetzen, ne? Und dann erlaubt das Spiel das nicht. Was sind das eigentlich für ein heftiges Feld da oben? Gesegnetes Öl. Okay. Ja, das hat er gesegnet. Sehr gut. Halleluja. Ein bisschen Gold einsammeln. Geh mal eben so ein bisschen die Quellmagie einsammeln. Du bist ja voll. Ja. War hier hinten auch noch was? Ne. Aber eine Truhe. Und da oben ist irgendwie so ein Kalamität. Heilige Handgranate. Geil. Warte mal, ich habe ein Schwert gefunden. Guck dir das mal an. Das ist ein Schwert mit 125 bis 131 Luftschaden und 208 bis 218 physisch. Ein Zwanschwert? Yep. Erfordert Finesse 14. Ist ein Speer übrigens. Ich seh den nicht. Achso, soll ich dir einen Fan geben? Kannst du machen, denn. Sollte ich den auf jeden Fall finden. Vein. Da, ein Speer, ja. Ah, sieht ziemlich cool aus. Aber den... Ja, 14 Finesse hat keiner von uns, ne? Ne, Red hat fast 14. Und der nutzt eigentlich... Der könnte ihn übrigens... Ne, der nutzt einen Stab. Und da ja, geht also auf Intelligenz. Speer kann keiner von uns gebrauchen. Nö, nee, dann müssen wir den verkaufen. Oh, das Mausrad drehen ist echt schlimm. So, ich glaube, ich habe alles abgegrast an Truhen. Wir sind auch fast beim Level Up. Die Tür können wir öffnen. Ja, oh, kann wieder fliehen. Ich würde sagen, ich speichere einmal. Also das war einer der härtesten Kämpfer. Und wie es weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal. Okay, wir gehen also nicht mehr raus. Nee. Okay, gut. Das ist ein guter Punkt, um aufzuhören, weil wenn jetzt noch irgendwas Interessantes kommt, dann ist das blöd, wenn ich dann halt wieder in der Mitte aufhören muss, weißt du? Genau, also haben wir die Stadt nicht verlassen. Du hast das letzte Wort. Oh.
Oh, das sieht echt cool aus. Der Hintergrund von der Tür, ja. Mhm. Boah. Einfach nur so ein Bitmap. Gut. Deine letzten Worte? Ja, es war sehr, sehr, sehr scheiße. Und es ärgert mich, dass wir halt die Schwierigkeitssache halt verändern mussten, um das zu schaffen.